Hallo liebe Deutschlernende, dies ist ein weiteres Video, in dem ich versuche, deutsche deutsche Zungenbrecher aufzusagen. Und ihr habt mir mehrere Zungenbrecher geschickt und ich werde mein Glück an ihnen versuchen. Die Zungenbrecher kenne ich noch gar nicht. Die Zungenbrecher sind mir auch neu und ich werde schauen, wie es mir dabei ergeht, ob ich es schaffe oder nicht schaffe. Wünscht mir Glück. Okay, also der erste Zungenbrecher. Der Dachdecker deckt dein Dach. Drum dank dem Dachdecker, der dein Dach deckt. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das bekomme ich hin. Das schaffe ich. Okay, nochmal. Der Dachdecker deckt dein Dach drum dank dem Dachdecker, der dein Dach deckt. Der Dachdecker deckt dein Dach drum dank dem Dachdecker, der dein Dach deckt. Ja, das ist wichtig, ne? Wenn man ein Dach hat, das von einem Dachdecker gedeckt wird, dann ist es natürlich immer gut, diesem Dachdecker auch zu danken. Das ist interessant. Dachdecker ist ein sehr typisch deutsches Wort. Ja? Dachdecker. Ja? Dachdecker. Ja, jemand, der Ziegel auf ein Dach legt und viele andere Dinge, die noch damit zusammenhängen. Also jemand, der Dächer baut im Prinzip. Der zweite Zungenbrecher für heute ist: 20 Zwerge zeigen Handstand. 10 im Wandstrang, 10 am Sandstrand. Also dieser Zungenbrecher ergibt nicht so viel Sinn. Also 20 Zwerge zeigen Handstand. Ich würde mal sagen, die machen einen Handstand, aber man kann auch sagen, sie zeigen einen Handstand, also sie machen einen Handstand und zeigen damit, dass sie einen Handstand können. 10 im Wandschrank, 10 am Sandstrand. Ja, also die machen den Handstand nicht einfach irgendwo auf einer Wiese, wie zum Beispiel hier, sondern sie machen das in einem Wandschrank. Was vielleicht sogar einfacher ist, weil sie denn, wenn sie einen Handstand machen, also ich kann leider keinen Handstand machen und gleichzeitig die Kamera halten, aber wenn ich meine Hände nehmen würde und dann die Füße nach oben und wenn ich das aber an einer Wand machen würde, ja, an einer Wand, ja, da hinten ist eine Wand, also ich hoffe, ihr wisst, was eine Wand ist. Also hier ist eine Wand und wenn ich dann meine Füße so daran hoch mache, indem ich praktisch auf der Wand laufe, kann ich viel besser einen Handstand machen und die Zwerge, die den Handstand im Wandschrank machen, haben es vielleicht einfacher als die anderen 10 Zwerge, die aus irgendeinem Grund die Handstände auf dem Sandstrand machen. Ja, also Sandstrand heißt einfach nur ja, ein Strand, wo es Sand gibt. Also 20 Zwerge zeigen Handstand. 10 im Wandschrank, 10 am Sandstrand. 20 Zwerge zeigen Handstand. 10 im Wandschrank, 10 am Sandstrand. 20 Zwerge zeigen Handstand, 10 im Wandschrank, 10 im Sandstrand. Ich glaube, das habe ich einigermaßen gut hingekriegt. Und der vorletzte. Wir haben 4. Also Nummer 3. Auf dem Charlottenburger Türmchen sitzt ein Würmchen mit einem Schirmchen. Kommt ein Stürmchen, reißt das Würmchen mit dem Schirmchen vom Charlottenburger Türmchen. Die deutsche Endung chen, C-H-E-N, benutzt man, um Wörter kleiner zu machen oder niedlicher. Ja? Also es ist kein Turm, sondern ein Türmchen, ja? Ein kleiner Turm. Es ist nicht ein Wurm, sondern ein kleiner Wurm, ein Würmchen. Ja, also ihr kriegt auch mit, wenn das Wort ein U hat und man ein Chen hinzufügt,
dann ist es manchmal so, dass das U zum Ü wird. Also nicht Wurmchen, sondern Würmchen mit Ü. Und ja, das arme Würmchen wird von dem kleinen Sturm, also einem Stürmchen, also vielleicht ein bisschen Wind, ein Stürmchen, wird es davon geweht. Genau, und das ist die lustige Geschichte. Also, auf dem Charlottenburger Türmchen sitzt ein Würmchen mitten im Schirmchen, kommt ein Stürmchen, reißt das Würmchen mit dem Schirmchen vom Charlottenburger Türmchen. Und das der letzte Zungenbrecher, den werde ich bestimmt verhauen, aber mal schauen. Ich hoffe, ich nuschel nur nicht die ganze Zeit. Nuscheln, was ist Nuscheln? Nuscheln, sagt man, wenn jemand spricht, das ist Nuscheln. Ja? Nuscheln nennt man, wenn jemand sehr undeutlich spricht, ja, und den Mund nicht aufmacht. Ja? Dann nuschelt man, wenn man nuschelt, dann öffnet man den Mund nicht mehr und dann nuschelt man. Das ist Nuscheln. Ich versuche nicht zu nuscheln. Also, der Zungenbrecher lautet: Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Also, das erklärt sich selbst. Mischwasser. Weiß gar nicht genau, was Mischwasser ist. Also ich kenne Salzwasser. Salzwasser? Wie nennt man das andere? Nein, das nennt man sogar Mischwasser. Ja, Mischwasser. Gut, nee. Ich weiß doch, was Mischwasser ist. Also Mischwasser ist das Wasser, was nicht Salzwasser ist. Mischwasser ist etwas, was nicht Salzwasser ist. Also zum Beispiel im Toten Meer haben wir Salzwasser. Und auch generell im Ozean haben wir Salzwasser. Und wenn also ein Gewässer, was nicht salzig ist, das ist Mischwasser. Ja, und der Satz erklärt auch, was Mischwasserfischer sind. Ne? Denn Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im Mischwasser Mischwasserfischer fischen. Hey, ich hab's geschafft. Das ist gut. Dann beende ich dieses Video mal genau an diesem Punkt. Man sollte immer aufhören, wenn es gerade am schönsten ist, wenn man gerade am meisten Erfolg hatte. Und jetzt hatte ich Erfolg mit diesem Zungenbrecher und jetzt beende ich hiermit dieses Video. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!